Du hast hier diesen neuen Zehner, ne? Mhm. Sieht aus wie Monopoly-Geld, hast du gerade gesagt? Ja, ja. Gib aber mir das einfach. Tschüss. Nee. Ich verschenke das. Yay. Das ist Denas letzte Geld. Wenn er das nicht hat, dann kann er nicht überleben. Komm und hol dir. Ich bin nicht geldgeil und deswegen brauche ich eigentlich nichts. Ja, gut, dann. Dankeschön. So Leute, ich habe endlich eine kurze Hose wieder an. Und zwar die Badehose von Cheng, weil ich meine kurze Hose einfach verschenkt habe. Ciao, macht es gut. Quasi, ich habe die nicht verschenkt, sondern ich habe die einfach verloren. Auf jeden Fall geht es jetzt hier weiter und in Bayern sind die Wege so gut, dass wir heute vielleicht sogar unsere 180.000 Kilometer schaffen. Naja, ich bin gespannt. Guck mal, diese Straße hier heißt einfach Straße. Mit dieser Hose sehe ich einfach aus wie dieser Bademeister im Freibad. Hey, nicht vom Becken reinspringen! Ja. Ching hat sich gerade gefragt, warum all eure Handys immer so zersplittert sind. Unsere fallen jeden Tag 37.000 Mal hin und die sind einfach immer noch intakt. So, jetzt wird ein Foto gemacht von dem Meisterfotografen dahin. Hi. Oh, ich glaube, die Strecke heute wird fantastisch. Ja, natürlich, weil du dabei bist. So, Victor, wenn du das hier sehen kannst, ein Glowboard. Ja. Sieht aber auch stark aus. Mit Anschaltknopf drumherum. Zeig mal her. Nee, das ist ja ultra stark. Sack. Selber gebaut? Alles selber gebaut. Hammer. Victor, wir müssen da nochmal rangehen an den Glowboard. Victor, du hättest dir mehr Arbeit geben müssen, mehr Mühe geben müssen. Victor, ich bin nicht traurig, ich bin auch nicht wütend, ich bin einfach nur enttäuscht. Ja. Victor, halt die Fresse! Auf Deutschland zu und zwar von Norden nach Süden. Denn für die Bienen gibt's dort Horden von Blüten. Sie wollen Nektar holen und daraus Honig machen. Hört Cengiz diesen Song, muss der womöglich lachen. Doch kein Problem, Alter, der freshe Justus bleibt auf den Beinen. Holt sich ein Longboard und sucht ganz bescheiden das Weite. Zusammen mit Simon, Unge, Felix und den Pandas steht er im Hotel, denn die Dunkelheit ist im Anmarsch. Durch die Nacht fliegt die Biene in den Park. Justus Boom, durch die Nacht hat sich noch vorher fresh gemacht. Justus Boom, durch die Nacht fliegt die Biene in den Park. Justus Boom. Dieser Diebe, sau gern, ja. Bin ich aber ein Dieb dann? Ich nehme auch einen. Ja gut, wenn. Das war sehr nett. Ich bin das. Dankeschön. Zeig mal ganz kurz dein Bein. Das ist wunderschön. Was ist passiert? Nee, da war ein Panzer. So ein richtig großer Panzer. Hat die ganze Zeit auf ihn geschossen. Ja, explodiert alles. Ich hab gesagt, hör auf, hör auf. Und die haben einfach nicht aufgehört. Die haben immer weiter geschossen. Immer weiter geschossen. Immer weiter geschossen. Immer weiter geschossen. Immer auf das Bein, immer auf die selbe Stelle. Voll gemein. Voll gemein. Den Bein. Finde ich nicht gut. The very next day, gave it away. Hey, sind das Schmerzen bei dir? Nein, ich freue mich. So, wir werden jetzt hier ein Interview haben mit 40 Inch. Yo, hi, 40 Inch. Wir werden gleich noch interviewt, ist das richtig? Ja. Ich interview dich aber gerade, das war witzig. Okay. Sehr cooles Magazin auf jeden Fall, ich schaue es mir mal an. So, fertig. Tschüss. Ein Glück, dass wir gerade unsere beiden Guides dabei haben. Marty McFly und Daniel, sonst wären wir ein bisschen lost. Und ein Glück, dass wir Ching dabei haben. Einfach so. War eine schöne Aufnahme von dir jetzt. Ist zwar nicht da, wo wir hin mussten, Jungs, aber es ist sehr schön hier. Jo, die ganze Zeit sagen die, ja, wir wissen, wo es lang geht. Jetzt sind wir genau in die falsche Richtung gefahren, aber wir sind an der Quelle der Liebe. Jetzt. Was ist das? Boah! Ein pissender Cheng. Es ist richtig schön hier. Ja, danke, dass du mich hier hingebracht hast. Wir machen jetzt einfach mal ein paar Fotos hier bei der schönen Aussicht. Ich glaube, ich bleibe hier. Ich penne aber hier auf dem Boden. Was produziert dieser Cheng hier gerade? Ich bin jetzt irgendwie allein unterwegs. Ich habe die anderen verloren. Aber wir haben viel coolere Menschen hier bei mir. Hallo!
Das muss auch schnell gehen, ja? So, ich bin hier gerade im schönen Bamberg. Heißt es so, Bam? Nein, leider nicht. Schade. Gut, ich fahre jetzt mal weiter, alleine. Und ihr folgt mir noch ein bisschen. Oder ihr guidet mich noch ein bisschen weiter. Ich habe gerade gesehen, du hast einen richtig krassen Trick gemacht. Kannst du nochmal machen? Alter. So, jetzt habe ich endlich diese Jungs wieder gefunden hier im McDonald's. Nee, Freunde oder was? Nee, das Interessante war, du warst meines Erachtens nach 10 Kilometer vorne. Wir ballern, damit wir die kriegen. Alter, ich habe keine Pause gemacht. Ich bin die ganze Zeit nur gefahren. Auf einmal höre ich so von anderen Leuten, von Zuschauern so, ja, muss noch ein bisschen aufholen. Ne? Simon ist da schon viel weiter nach vorne. Ich dachte so, hä? So, und ich unterschreibe jetzt gleich auf einen zerstörten Board hier. Was ist da passiert? Also Leute, passt ein bisschen besser auf, denn das ist in die Hose gegangen auf jeden Fall. So Leute, ich bin so richtig am Arsch, aber wir müssen noch 15 Kilometer fahren und ja, das schaffen wir auf jeden Fall. Die Lampen werden jetzt wieder rausgeholt und dann geht die Reise weiter. Machst du gut? Dankeschön. Jungs haben ja immer ihre Lampen vorne und ich dachte so, komm, Alter, das ist einfach zu Mainstream geworden. Deswegen trage ich mein Licht einfach an der Seite. Bringt nicht viel. Sieht aber besser aus als Cheng. Weil jemand, der mich von der Seite sieht, denkt so, oh, kommt der, geht der oder fährt der vorbei.